Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 2. Februar 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie die Präzession berücksichtigen. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden bzw. bewegen. Das ist nicht identisch zu unserer westlichen Astrologie. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Suraya symbolisiert die Sonne in indischen Mythologie. Ich setze Suraya zum Steinbock. Suraya zeigt die Monatsthemen, alles, was zum Steinbock gehört. Erstmal die Erde-Element, die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, Struktur. Steinbock hat die Geduld und auch die Ausdauer, diese Kraft, die Ziele zu erreichen. Und sie haben hohe Ziele, hohe Ideale und die geben das nicht auf. Und das ist ein wichtiges Monatsthema, auch die Ernsthaftigkeit, auch mal Grenzen setzen, damit wir eine Struktur bekommen in unserem Leben. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Es gibt mehrere Begriffe für Mond. Einer davon ist Soma. Also ich setze Mond oder Soma in Tierkreiszeichen Schütze. Die Schütze gehört zum Feuerelement. Es ist immer aktiv und mit voller Begeisterung. Die Schützengeborenen, und das vertritt heute in unserem heutigen Tag die Mondenergie, hat mehrere Richtungen, weil von vieles ist begeistert. Und dann neigen wir dazu, die Orientierung zu verlieren. Aber die Schütze zeigt was Wichtiges, und das ist der Pfeil. Der Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Energetisch beschreibt dieses Zentrum unsere Wünsche. Und wenn wir das nicht aus den Augen verlieren, dann haben wir schon die Orientierung. All das, was uns gerade begeistert. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Es ist eine männliche Energie und symbolisiert auch die Männer. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Agni ist der Feuergott und steht mit Mars in Verbindung. Hier kommt Feuer und Wasser zusammen und es ist wirklich wichtig, das im Gleichgewicht halten, nicht zu viel, nicht zu wenig, weil die Feuer kann natürlich das Wasser zum Kochen bringen und Wasser kann auch die Feuer löschen und dann fühlt man sich wie ausgebrannt. Die Männer bewegen sich in ein Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Revati und beschreibt etwas zum Ende bringen und das, was die Männer gerade motiviert. Etwas zu Ende bringen, einen Abschluss bringen. Und weil Mars in einem Wasserelement befindet und Wasserelement symbolisiert die Gefühle, das, was die Männer gerade intensiv wahrnehmen. Merkur bewegt sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Die Sanskrit-Name für Merkur ist Buddha, aber wird mit ein D geschrieben. Mein Bild zeigt hier Buddha mit 2D und das heißt schon Erleuchtung. Aber ich setze dieses Bild mit Merkur in Verbindung. Im Steinbock bedeutet, wie ernst nehmen sollen gerade die Kommunikation und wie wichtig das ist, etwas auf den Punkt zu bringen. Indra steht mit Jupiter in Verbindung und Jupiter befindet sich in Skorpion.
Jupiter vergrößert etwas. Und bei Skorpion-Energie geht es um Wasserelement, was unseren Gefühlen symbolisiert. Und Skorpion schaut auch mal in die Tiefe. Und das, was Jupiter gerade vergrößert. Natürlich kann das bedeuten, dass wir empfindlich reagieren oder tiefe Ängste haben oder Erinnerungen kommen hoch, aber diese Tiefe bedeutet auch das Weisheit. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Venus heißt in indischen Mythologie Lakshmi. Ich setze Lakshmi zum Schütze. Das ist eine weibliche Energie und symbolisiert alles, was schön ist. Schönheit, Harmonie, Kunst, Kreativität, Frieden. Es ist eine weibliche Energie und symbolisiert uns Frauen. Und Venus verkörpert die Liebe, also hat mit Liebe Partnerschaft eine Auswirkung. Hier im Tierkreiszeichen Schütze, natürlich ist Begeisterung, Bewegung spürbar. Saturn ist in indischen Mythologie, steht in Verbindung zum Skanda. Saturn befindet sich auch im Schütze. Saturn lenkt unserem Schicksal, belehrt uns auch, manchmal grenzt uns ein, aber möchte Struktur, dass wir lernen, Struktur bekommen in unserem Leben. Und damit ändert sich die persönlichen Planeten und das wirkt auf den Alltag. Wenn wir die Elemente betrachten, dann können wir feststellen, es fehlt die Luftelement. Und damit wir in Gleichgewicht bleiben, es ist gut, wenn wir die Luftelement betonen und lenken die Aufmerksamkeit auf die Luftelement. Luftelement bedeutet Leichtigkeit oder von etwas verabschieden, damit wir endlich aufatmen können. Luftelement symbolisiert die Gedanken, die Ideen und auch die Kommunikation. Unsere Ideen vermitteln, etwas in Bewegung setzen. Luftelement ist auch aktiv, beweglich. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und dieser Mondhaus heißt Urvashada. Und bedeutet dieses Mondhaus, wo sich die Mondgerade befindet, unerfüllten Wünsche können uns unzufrieden machen. Unerfüllte Wünsche können die Ursache sein für Krankungen. Also wir sollen die Aufmerksamkeit auf unsere Wünsche lenken. Lakshmi oder Venus befindet sich im Mondhaus in Schütze und dieser Mondhaus heißt Mula und bedeutet Wurzel, Verankerung. Also wir Frauen haben gerade dieses Bedürfnis, verankert zu sein. Wir brauchen die Halt momentan und dieser Mondhaus vermittelt auch etwas untersuchen, in die Tiefe schauen, oder etwas gründen. Jetzt kommen die äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Für die Widdergeborenen bedeutet dieses Jahr Umbrüche, Veränderungen. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und das lässt inspirieren, die Träume zum Leben, aber es kann auch passieren, dass etwas oder jemand etwas täuscht uns vor und das führt auch zu Enttäuschungen. Sowas kann Neptun auch auslösen. Pluto gibt uns die innere Kraft
und belehrt uns, konzentriert auf diesem Kraft achten, dabei bleiben und alles verabschieden, was diese Kraft raubt. Pluto befindet sich im Schütze. Die Verbindungen. Es ist nämlich so, dass Sonne, Mond und die Planeten sind miteinander verbunden und das ändert sich jeden Tag. Das ist wie ein Netzwerk. Sonne steht in einer sehr schönen harmonischen Verbindung zum Mond. Natürlich, das hilft, auf unserem inneren Gleichgewicht zu bleiben. Mond steht in einer Verbindung zum Saturn. Eine sogenannte Konjunktion bilden sich die beiden und wirken gemeinsam. Saturn zeigt, wie wichtig das ist, unseren eigenen Gefühlen wahrnehmen oder unserem Unbewussten. Das kann unsere innere Stimme sein, das kann unsere Träume sein, das mal auch betrachten. Mond und Saturn stehen zu Neptun auch in einer sehr schönen Verbindung. Da kommt eine gewisse Unterstützung und das ist die Neptun-Energie, unserem Träume zum Leben oder ein Traumbild, was nichts anderes ist als die Sprache der Seele. Nicht jeder einzelne Traum vermittelt uns etwas. Im Tiefschlaf verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Eindrücke. Diese Träume haben keine Bedeutung. Aber wenn wir eine ganze Geschichte träumen und es ist so lebendig, dann können wir sicher sein, das war die Sprache der Seele, eine Symbolsprache, und die Traumdeutung erklärt das, was die Seele vermittelt. Diesbezüglich kann ich weiterhelfen, weil ich deute Träume sehr gut sogar. Und das ist heute möglich, gerade weil Mond und Neptun haben eine ähnliche Essenz und wenn sie in eine schöne Verbindung stehen, dann aktiviert auch Mond die Träume. Mars und Pluto steht in einer Spannung. Pluto ist die innere Kraft. Pluto ist auch die Kraft, die Sexualität. Und wenn das diese Spannung da ist zum Mars, was auch die männliche Personen symbolisiert, dann heißt, die Männer fühlen sich momentan kraftlos. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo und damit möchte ich euch informieren. Ich habe ein Video gemacht über die Geheimnisse deines Lebens. Und in diesem Video erkläre ich, was war in früheren Leben, was ist Karma überhaupt, was passiert nach dem Tod, was ist das Sinn des Lebens. Was bedeutet eine Seelenreise und wann beginnt das Leben überhaupt? Also volle Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, aber es besteht die Möglichkeit, diese Video zu bekommen. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link zu diesem Aufnahmen. Diese Video ist gratis. Und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.